Hallo Kinder, spitzt die Ohren, setzt euch hin und hört eine Geschichte von der Vorleserin. Heute die Geschichte vom traurigen Weihnachtsbaum. Es war die Zeit vor Weihnachten. Die Zeit, in der es überall nach Zimt und Spekulatius duftet. Die Zeit, in der Kinder Schneemänner bauen und mit Kohlestückchen und Karotten dekorieren, sodass sie aussehen wie lustige dicke Männer mit kugelrunden weißen Bäuchen. Viele Menschen waren in dieser Zeit auf den Straßen der kleinen Stadt unterwegs, in der unsere Geschichte spielt. Sie kauften Geschenke für ihre Familien, Torten für die Adventszeit und bunte, glitzernde Kugeln für ihre Weihnachtsbäume. Fast alle hatten rote Gesichter, vor Kälte, aber auch vor Aufregung. Denn für die meisten Menschen ist die Weihnachtszeit ja die schönste und spannendste Zeit des Jahres. Die Familie kuschelt sich bei heißem Kakao und Weihnachtsliedern zusammen und die Kinder, wie die Erwachsenen, würden die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum nur zu gerne schon vor Heiligabend auspacken. In der kleinen Stadt, die schon ganz von Schnee bedeckt war, gab es einen großen Markt, auf dem Weihnachtsbäume verkauft wurden. Hunderte Tannen standen eng an eng in Töpfen und in kleinen Ständern. Und wenn man es nicht besser gewusst hätte, hätte man meinen können, es wäre ein richtiger Tannenwald am Straßenrand gewachsen. Am Eingang hing ein großes Schild, auf dem stand: Weihnachtsbaumverkauf. Die schönsten und besten im ganzen Land. Ein alter Mann stand Tag ein, Tag aus auf dem Markt, kümmerte sich um seine Bäume und wartete auf Kundschaft. Er war klein, hatte eine große Nase, die wie eine Kartoffel aussah, und sein Haar war ganz weiß. Seine Hände steckten in dicken Handschuhen, die er immer wieder aneinander klopfte, wenn es ihm einmal trotzdem in den Fingern fror. Er trug eine dicke Jacke, die ihn ein bisschen wie den Weihnachtsmann aussehen ließ, aber nur, wenn man nicht genau hinschaute. Denn der lange Bart, den der Weihnachtsmann hat, fehlte ihm. Und auf dem Kopf saß statt einer roten Zipfelmütze eine braune Mütze, die an den Seiten lustige Fellklappen hatte, die wie Flügel aussahen. Die konnte er sich über die Ohren klappen und hatte es dann schön warm. Die Stiefel des alten Verkäufers waren schwer und schmutzig und er trug zwei Paar Wollsocken darunter. Manchmal setzte er sich auf sein Stühlchen, um eine Pause zu machen und trank heißen Tee, den er sich in einer Thermoskanne mitgebracht hatte. Und dann schaute er sich zufrieden seine Weihnachtsbäume an. Es waren wirklich schöne Tannen, die der alte Mann auf dem Markt verkaufte. Stolz glänzten die grünen, mit Schnee bedeckten Äste in der Wintersonne. Die Baumstämme waren stark und gerade, die Nadeln dick und voll. In dichten Reihen standen die Tannen zusammen und wiegten sich im Wind, als würden sie tanzen. Dabei hörte man ein Rauschen, als würden die Bäume miteinander sprechen. Und das, liebe Freunde, taten sie tatsächlich. Wenn es Abend wurde, packte der alte Mann seine Thermoskanne und sein Stühlchen zusammen, zählte das Geld, das er an dem Tag eingenommen hatte, und setzte sich in sein altes, kleines, rotes Auto, das ihn mit einem stotternden Grrrn, Grrrn, Grrrn nach Hause fuhr. Als der alte Mann mit seinem Auto in der Dunkelheit verschwunden war, wurde es erst einmal ganz still auf dem Weihnachtsbaummarkt. Der Mond schien hell und leuchtete wie eine große weiße Weihnachtskugel über den Tannen. Dann hörte man plötzlich ein Ächzen und Stöhnen direkt aus den Ästen der Bäume heraus. Oh, endlich kann ich mich strecken. Das war die größte Tanne von allen und sie redete wie ein Mensch. Sie war besonders schön und schlank, mit langen spitzen Nadeln. Ihre Stimme klang so bestimmend, dass die meisten anderen Bäume ehrfürchtig erzitterten, wenn sie sprach. Wenn mir noch einmal so ein dummes Kind an den Nadeln zieht, dann gibt es ein Donnerwetter.
Weihnachten. Das ist eine ernste Sache. Ich sollte stumm bewundert werden, nicht begrapscht von schokoladenverschmierten Händen. Ja, ja, brumm du nur, antwortete eine mächtige Blautanne, deren kräftige Äste aussahen wie starke Muskeln. Ich bin so breit, ich kann mich gar nicht richtig präsentieren in all meiner Schönheit. So eng ist es hier. Eine andere Tanne schüttelte etwas Schnee von ihrer Krone. Sie war sehr eitel und liebte ihre glänzenden grünen Nadeln, die jetzt im Mondlicht glitzerten, als wären sie frisch geputzt worden. Ach, es wird herrlich sein, bald in einem riesigen Wohnzimmer zu stehen. Überall Geschenke, die mir zu Füßen liegen. Kinder, die mich schmücken. Und ich stehe ganz allein im Mittelpunkt. Ich. Ich hoffe, ich werde in ein großes Bankhaus gestellt, wo keine Kinder rumlaufen, wo ich mit goldenen Kugeln und Kerzen geschmückt über all die albernen Kunden lachen kann, die wichtig umherlaufen und alberne Geschäfte machen. Die große, schöne Tanne, die sich über das Kind geärgert hatte, das an Nadeln zog, sah so aus, als hätte sie streng eine Augenbraue nach oben gezogen. Niemand wagte ihr zu widersprechen. Und die Bäume, die keine eigene Meinung hatten, flüsterten zustimmend. Ja, ein Bankhaus, das wäre eine gute Idee. Die Blautanne mit den Ästen wie Muskeln murmelte. Ich hoffe, ich komme hier überhaupt bald mal weg. Mir egal wohin. Hauptsache, ich habe Platz, um mich richtig zu zeigen. Schließlich bin ich ein starker Bursche. Und das sollen alle sehen. Die eitle Tanne äußerte einen anderen Herzenswunsch. Ich will mit teurem Schmuck behängt werden, dass ich bloß in eine reiche Familie komme. Lamette und Lichterkette auf meinen empfindlichen Nadeln. Wie schrecklich! Plötzlich war noch eine andere Stimme zu hören. Eine kleine, feine, wie von einem Kind. Ich wünsche mir einen schönen Engel. Genau hier. Die Tannen rückten zusammen, so gut sie konnten, und schauten sich nach allen Seiten um, bis sie sahen, woher das Stimmchen kam. Schließlich entdeckten sie an der hintersten Ecke des Weihnachtsbaummarktes zwischen zwei Mülltonnen gepresst ein winziges schiefes Bäumchen, das, so gut es ging, mit den zerbrechlichen Ästchen auf seine kleine Baumkrone zeigte. Hier wünsche ich mir einen kleinen Engel hin, ganz aus Zucker und bunten Perlen. Aufgeregt wiegte das kleine Bäumchen sie hin und her, so gut es eben ging. Einige Momente war es ganz still, als die großen Bäume erstaunt auf das krumme Zwergenbäumchen hinunterschauten. Dann brach auf einmal großes Gelächter aus. Du! Fragte die stattliche Tanne mit den spitzen Nadeln ungläubig und lachte kurz auf. Das kleine Tannenbäumchen versuchte sich so gerade aufzurichten, wie es ging. Es fiel ihm nicht leicht. Die Äste hingen kreuz und quer, und an den Stellen, wo die anderen Tannenbäume dichte Büschel aus Nadeln hatten, hingen bei ihm ein paar traurige, weiche Nädelchen herab. Und sein Stamm war so zart wie ein Ast von einem der anderen Bäume. Schüchtern und mit leisem Stimmchen sprach das Tannenbäumchen. Es ist doch Weihnachten, wisst ihr, das Fest der Liebe. Da feiern die Menschen zusammen und singen und backen und schmücken und... Jetzt wurde das Bäumchen wieder ganz aufgeregt und wackelte lustig in seinem Töpfchen. Und da möchte ich so gerne dabei sein. Das wäre dann für den Heiligabend meine ganz eigene Familie, mit der ich feiern könnte. Und überall würden bunte Lichter hängen. Eine kleine Gruppe kichernder, junger Tannenbäume, die aber im Vergleich zu unserem Tannenbäumchen schon groß und prächtig gewachsen waren, mischte sich ins Gespräch ein. Du möchtest zu einer Familie gehören? Das ist ja sehr lustig. Denn es möchte nicht mal einer von uns mit dir verwandt sein, so wie du aussiehst, Krummbäumchen, spottete der Lauteste unter ihnen. Aber
Das kleine Bäumchen versuchte zu Wort zu kommen. Ich freue mich so sehr auf das schöne Fest. Bestimmt kommen nette Leute, die mich schon bald abholen. Und wieder kam schallendes Gelächter aus den Ästen und Zweigen der anderen Nadelbäume. Du wirst niemals, niemals abgeholt, außer vom Müllmann, wenn er die Apfeltone wegbringen muss. Das Lachen der Bäume hallte von den stillen, schneebedeckten Straßen wieder, als ein kleiner Tropfen Harz wie eine Träne am Fuße des kleinen Bäumchens zu einem Eiskristall gefror. Am nächsten Morgen, als der alte Mann in seinem klapprigen roten Auto angefahren kam, war alles wieder still auf dem Weihnachtsbaummarkt. Er nahm einen Schlüssel, steckte ihn in das kleine Schloss am Zaun und betrat seinen kleinen Tannenwald. Liebevoll sah er sich um, freute sich über seine schönen Bäume und goss sich eine Tasse heißen Tee ein. An diesem Tag war es besonders kalt und in der Ferne konnte man Kinder lachen hören, die auf dem zugefrorenen See am Rande der Stadt Schlittschuh fuhren. Der Tee dampfte und duftete nach Bratäpfeln und gebrannten Mandeln. Der alte Mann wartete vergnügt auf seine Kundschaft. Und bald ging es auch schon los. Als erstes kam ein streng aussehender großer Mann, der es sehr eilig zu haben schien. Er schaute ständig auf sein Handy, während er zwischen den vielen Weihnachtstannen hin und her lief. »Suchen Sie einen bestimmten Baum?«, fragte der alte Mann, der Mühe hatte, mit dem schnellen Schritt des Jüngeren mitzuhalten. »Ja, ich habe keine Zeit. Ich brauche dringend einen großen Baum für meine Firma.« »Oh, Sie haben eine eigene Firma?« Der alte Mann war sehr beeindruckt und interessiert. »Ja, eine Bankfiliale gehört mir, gleich ein paar Straßen weiter. Und weil alle so viel zu tun haben, muss ich schnell einen Baum holen. Schnell. Geschäfte, ich habe Geschäfte und muss schnell zurück.« Der Mann trug einen sehr teuren und schicken Anzug, den er sofort hektisch abklopfte, wann immer etwas Schnee von einem der Bäume herabfiel und auf seinen Schultern landete. »Ich glaube, ich habe genau das Richtige für Sie.« Der alte Mann strahlte, als er ihn zu der Tanne führte, die so groß und schön war, dass die anderen Bäume viel Respekt vor ihr hatten. Wer ganz genau hingesehen hätte, der hätte gemerkt, dass die Tanne sich noch ein wenig gestreckt und die Nadeln ausgebreitet hatte, um einen besonders guten Eindruck zu machen. »Ja, meinetwegen. Hauptsache, ich komme schnell zurück in meine Firma. Ich habe dringende Geschäfte.« Da nahm der alte Verkäufer den Baum liebevoll unter den Arm und steckte ihn in ein großes Gerät, das so ähnlich aussah wie ein kurzes, großes Rohr und ein feines Netz am anderen Ende hängen hatte. Dort rutschte die Tanne einmal hindurch, kam fest verschnürt heraus und sah jetzt aus wie ein großes grünes Paket in einem schneeweißen Spinnennetz. Dieses Paket trugen der alte Mann und der Bankdirektor zu einem großen, schwarz glänzenden Auto und luden es in den Kofferraum ein. »Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem schönen Baum«, rief der alte Mann noch, aber der andere hörte das schon gar nicht mehr, als er eilig losfuhr und einen Moment später hinter der nächsten Ecke verschwand. »Vorsicht, nicht zu fest zupacken, meine wertvollen Nadeln!« Die schöne Tanne, die so eitel war und an Weihnachten bei einer reichen Familie stehen wollte, mochte es gar nicht, dass man sie durch so ein Netzdings schob. Sie war der zweite Baum, der an diesem Tag verkauft wurde. Eine grell geschminkte Frau in einem dicken Pelzmantel hatte sich sofort entschieden. »Der da, der ist genau richtig. Schön groß, der wird sich gut machen im Esszimmer. Passen Sie bloß auf, dass der nicht schmutzt, wenn Sie ihn ins Auto legen. Und tragen Sie ihn bitte vorsichtig. Wenn ich nur einen Kratzer am Wagen habe, weil Sie nicht aufpassen, dann gibt es Ärger.
und ich habe keine Lust auf Ärger. Der Weihnachtsstress reicht mir schon. Ich bin froh, wenn dieses nutzlose Fest vorbei ist. Nun machen Sie schon. Schnell, ich muss zum Yoga. Oh, Stress, Stress, Stress. Und kurze Zeit später rauschte auch dieser Wagen davon. Und so ging es Stunde für Stunde, Tag für Tag. Immer mehr Weihnachtsbäume verschwanden vom Marktplatz. Familien mit Kindern, verliebte Pärchen, grimmige und fröhliche Menschen, alle wurden von dem Verkäufer liebenswürdig und geduldig um alle Tannenbäume herumgeführt. Und alle suchten sich einen der vielen großen, schönen Tannenbäume aus. Aber niemals führte der alte Mann einen Kunden zu dem kleinen Tannenbaum, der mittlerweile sehr traurig in seiner Ecke stand und immer einsamer wurde. Jetzt, wo immer weniger Bäume um ihn waren, vermisste er fast ihr Lachen. Auch wenn sie ihn ausgelacht hatten, er war wenigstens nicht so allein gewesen. Ach, seufzte das kleine Bäumchen, als es eines Abends schon dunkel war. Nun ist bald Heiligabend und keiner will mich haben. So stand das Bäumchen ganz alleine im Mondschein und kuschelte sich unter seine Schneedecke. Es sah hinauf in den Himmel. Die Harztränchen kullerten wieder an ihm herunter und gefroren an seinen Wurzeln zu Eiskristallen. Das Töpfchen aber, in dem das Bäumchen stand, war ihm schon fast zu klein geworden. Denn das Tannenbäumchen hatte sehr starke Wurzeln. Die wuchsen und wurden immer länger und kräftiger. Viel stärkere Wurzeln als bei allen anderen Bäumen, die auf dem Markt gestanden hatten, wuchsen in dem Töpfchen. Die Wurzeln eines Baumes aber sind wie das Herz eines Menschen. Man kann es nicht sehen, aber in ihm liegen die Stärke und die Kraft des Lebens. Und so konnte niemand ahnen, wie stark und kräftig das kleine Bäumchen einmal sein würde. Denn alle hatten nur Augen für die Schönheit, die sie seien. Aber das ist jetzt auch egal, schluchzte das kleine Bäumchen. Morgen ist Heiligabend. Die anderen Bäume hatten recht. Der Müllmann wird kommen und mich holen. Und dann werde ich nur noch als Feuerholz dienen. So bitterlich weinte das Bäumchen, dass man es hätte hören können, wenn man die Ohren direkt an seine dünnen Nadeln gehalten hätte. Der alte Verkäufer hatte schon seine Thermoskanne und sein Stühlchen zu seinem Wagen gebracht. Und das traurige kleine Bäumchen wartete auf das gewohnte Grumm, Grumm, Grumm des stotternden Autos, mit dem der alte Mann immer nach Hause fuhr. Aber nichts passierte. Stattdessen hörte es die schweren Stiefel des alten Mannes im Schnee. Er kehrte zurück. Vielleicht hat er etwas vergessen, dachte das Bäumchen. Doch plötzlich stand der alte Mann direkt vor ihm und lächelte. Was bin ich nur für ein glücklicher Mann, sagte er. Er klang so freundlich und so zufrieden, dass der kleine Baum sofort aufhörte zu weinen und ihm interessiert zuhörte. So viele Menschen haben mir meine Weihnachtsbäume abgekauft und können nur ein schönes Weihnachtsfest um ihre Tannen herum feiern. Ich habe genügend Geld verdient, um meiner Familie schöne Geschenke zu kaufen. Das Wichtigste aber steht genau hier. Das kleine Bäumchen schaute sich schüchtern nach allen Seiten um. Was steht denn hier noch? Außer den beiden Mülltonnen und dem Zaun, fragte er sich. Es ist doch nichts mehr hier und alle Bäume sind verkauft. Das kleine Bäumchen verstand nicht, was der alte Mann meinte. Mein kleiner, schöner Freund, sagte der Verkäufer ganz leise und strich dem Bäumchen über die weichen Nadeln. Wir sind hier fertig, wir beide. Jetzt fahren wir nach Hause. Wir beide nach Hause? Das kleine Bäumchen verstand immer noch nicht. Und als der alte Mann nach ihm griff, versuchte es sich noch kleiner zu machen, als es sowieso schon war.
Behutsam legte der alte Mann beide Arme um das Tannenbäumchen und lächelte dabei. Das Bäumchen hatte so große Angst, dass es die Luft anhielt und am liebsten weggelaufen wäre, hätte es doch nur zwei Beine gehabt. Der Mann hob es in die Höhe und brachte es zu seinem kleinen roten Auto. Dort band er ein großes Jutetuch um den Topf und die kräftigen Wurzeln des Bäumchens und legte es schließlich vorsichtig auf den Rücksitz. Dann setzte er sich hinter das Steuer, startete mit dem lauten Grumm, Grumm sein altes rotes Auto und fuhr los. Im Radio lief Weihnachtsmusik und das kleine Bäumchen staunte über all die Dinge, die es sah, als es aus dem Fenster schaute. Was für eine wunderschön beleuchtete Stadt! Festlich geschmückte Straßen und Häuser. Und da? War das nicht der Weihnachtsmann, der vor dem großen Kaufhaus mit seiner Glocke läutete? Weißt du, kleiner Freund, sagte der alte Mann und schaute durch den Rückspiegel hinter sich auf das Bäumchen. An dir werde ich lange Freude haben, sehr lange. Das kleine Tannenbäumchen verstand nicht, was der Mann meinte. Aber er klang so liebevoll und freundlich, dass es sich beruhigt in den Sitz kuschelte, auf dem es lag. Es war müde von dem ereignisreichen Tag und das Auto war so schön warm, dass es einschlief und bald anfing ganz leise zu schnarchen. Denn auch das können Tannenbäume. Als das Auto vor einem winzigen Häuschen am Stadtrand anhielt, wachte das Bäumchen auf. In den Fenstern leuchtete es festlich. Der alte Mann hob das Tannenbäumchen vorsichtig aus dem Auto und trug es zur Haustür. Ein kleines Mädchen öffnete und rief laut: Opa ist da! Opa ist da! Und er hat einen Weihnachtsbaum mitgebracht! Aufgeregt sprang das kleine Mädchen auf und ab und konnte es kaum erwarten, bis die Familie das Bäumchen aufgestellt hatte. Oh, ist der Weihnachtsbaum süß, rief es. Der ist hier genauso groß wie ich. Mit glänzenden Augen tanzte das Mädchen um den Baum herum und rief unentwegt. Lasst uns gleich schmücken, bitte, Opa, dürfen wir? Die Eltern des kleinen Mädchens und der Großvater lächelten, als sie sich die Hände voller glitzerndem Weihnachtsschmuck um den Baum versammelten und sich überlegten, wo die bunten Kugeln am schönsten aussehen würden. Das kleine Bäumchen war so überrascht, dass es fast wieder geweint hätte. Das Haus duftete nach Weihnachtsplätzchen, das kleine Mädchen stimmte Jingle Bells an und es war warm und gemütlich. Auf einmal wurde die Stimmung feierlich. Opa, bitte gib mir jetzt den Engel, sagte das Mädchen sehr ernst. Der alte Mann gab dem kleinen Mädchen eine Figur in die Hand. Ein Engel, ganz in einem Zuckerkleid, bedeckt mit weißen Perlen. Der Engel leuchtete im Kerzenlicht und hatte aus roter Seide ein wunderschönes Lächeln auf sein winziges Gesicht gestickt. Und die Flügel wie aus Wolken gemacht. Von so einem Engel hatte das kleine Bäumchen schon lange geträumt. Der kleine Weihnachtsbaum fühlte sich wie ein echtes Königskind, als das Mädchen, ohne sich strecken zu müssen, den wunderschönen Engel auf die winzige Baumkrone setzte. Es war wie in einem Traum. Das kleine Bäumchen glänzte jetzt und glitzerte und leuchtete, so wie es sich das immer gewünscht hatte. »Ich habe eine Familie«, sagte es glücklich zu sich selbst. Und auch wenn dieses das einzige Weihnachtsfest war, das es kennenlernte, wusste es, es würde das Schönste der Welt werden. Viele Jahre später. Es ist ein traumhafter Frühlingstag. Im Garten des alten Mannes, der schon lange nicht mehr lebt, steht ein großer Tannenbaum.
Er ist viel größer und schöner als alle Tannenbäume der Stadt. Stark und mächtig überragt er auch die anderen Bäume des Gartens. Sein Stamm ist so breit, dass es zwei große Männer bräuchte, um ihn einmal zu umfassen. Seine Nadeln glänzen in der Morgensonne, der Tau glitzert, als würden tausend Tropfen im Wind auf einmal auf und ab hüpfen. Das, meine Freunde, ist unser kleiner, trauriger Weihnachtsbaum. Was ist geschehen? Er ist so groß und schön geworden. Vor langer Zeit, nach dem wunderbaren Weihnachtsfest, hatte der alte Mann den kleinen Tannenbaum im Garten eingepflanzt. Der alte Mann hatte gewusst, dass der Baum starke Wurzeln hatte. Er hatte gesehen, dass aus dem kleinen Bäumchen einmal ein großer, schöner Baum werden konnte, denn die Wurzeln waren lang und kräftig. Das hatte ja nicht einmal der kleine Baum gewusst. Er hätte nie geahnt, dass so viel Stärke aus seinem tiefsten Inneren kam. Er hatte immer gedacht, dass die schönen Tannen damals auf dem Weihnachtsbaummarkt für immer glücklich und schön sein würden. Dabei gab es jetzt viele dieser Bäume gar nicht mehr, denn sie hatten keine Wurzeln gehabt. Sie wurden nach Weihnachten auf die Straße gelegt und von großen Müllwagen abgeholt. Aber nicht so unser kleiner Weihnachtsbaum. Ihr würdet ihn nicht wiedererkennen. Er ist so schön geworden, dass die Vögel, die sich auf seine Äste setzen, sich so sicher fühlen, dass sie ihre schönsten Lieder singen. Das kitzelt ihn manchmal so sehr, dass er sich vor Lachen ausschütten will. Doch ganz behutsam, um die Vögel nicht zu erschrecken, bleibt er ruhig stehen, bis sie ihren Flug fortsetzen. Der Baum ist jetzt sehr, sehr glücklich. Und alle anderen Bäume und Pflanzen im Garten mögen ihn, denn er ist stets freundlich und hat für alle Nöte und Sorgen seiner Freunde immer einen Rat. Und manchmal, wenn es dunkel wird und die beste Zeit zum Erzählen besonderer Geschichten anbricht, hören alle kleinen und großen Bäume zu, wenn die wunderschöne Tanne mit einem aufgeregten Zittern in den Ästen ihre Geschichte erzählt. Die Geschichte vom glücklichsten Tannenbaum der Welt. Vielleicht steht diese Tanne ja ganz in eurer Nähe. Dann hört genau hin. Was wie das Flüstern des Windes klingt, kann das leise Raunen der Bäume sein. Unsere Geschichte ist zu Ende. Ich muss leider gehen, aber bestimmt werden wir uns bald wiedersehen. Tschüss, Kinder.